Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Lieben, zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty hier im Oxbow. Hallo. Ja, wir hatten in der letzten Folge in, ich nenne es Oberdorf, den Kuhstall gebaut, ne? Und mir ist dann im Nachhinein eingefallen, dass wir den ja schon haben. Und ich gehe wieder hier meine gewohnte Abkürzung, ne? Und da zeige ich euch das mal. Den haben wir doch schon. Den haben wir auf jeden Fall schon gebaut. Hier sind auf jeden Fall unsere Gänse. Und guckt mal. Wir haben den Kuhstall. Hier. Ne? Sind sogar Kühe drin. Welch Wunder, dass wir den schon haben. Ne? Ich würde sagen, dass wir da jetzt den oberen Kuhstall wegreißen. Und entweder dafür nochmal einen Pferch bauen, damit wir uns noch Ziegen eventuell holen können. Ne? So, wir gehen mal hier rüber. Entweder wir holen uns Ziegen oder wir machen dort einfach schlicht und ergreifend noch mal ein paar Felder hin. Könnte man auch machen, ne? Also hier habe ich nochmal den Kuhstall gebaut für nichts und wieder nichts, sag ich mal so. Aber wir könnten aber genauso gut einen Eselstall bauen. Also, aber das hier, das reiße ich jetzt definitiv ab. Wir brauchen die 100 Kühe, ne? Also, das reiße ich jetzt wieder weg. Manchmal muss ich eben auch meinen Körper ein bisschen anstrengen, ne? Und mal nachdenken, was ich alles schon gebaut habe. Ja. Habe ich nie. Jetzt habe ich das Material verschwendet. Na gut, es ist wie es ist. Ja, ich würde dann also sagen, entweder machen wir hier ein Pferdchen oder wir holen uns Esel. Aber mit Eseln habe ich eigentlich nie viel am Hut. Ich würde sagen, wir bauen hier nochmal ein Pferd und holen uns Ziegen. Wo immer die das, wo es die gibt, das weiß ich natürlich jetzt nicht. Ich glaube in Skauki, ne? Kann ich jetzt gerade gar nicht sagen, wo es die gibt, aber das finden. Oder in Ostoja, da können wir ja gucken. Ne? Ich habe zwar hier schon zwei Pferde hier drüben stehen, aber das sollen ja noch mal Pferdis rein, ne? Oder, ne, Quatsch, gar nicht Pferde. Was erzähle ich denn schon wieder für einen Käse? Im Pferd, da kommen die Schafe rein. So wollte ich sagen, die Schafe, ne? So. Und da ziehen wir jetzt hier einfach einen Weg wieder hin. Und da haben wir jetzt ein Pferd für die Ziegen. So, und ich gucke mal. Nee, ich will ja das ändern. Und zwar nicht Kühe, sondern Ziegen. So. Machen wir so. Jetzt habe ich, muss mal gucken, 2,6 habe ich. Naja, es ist nicht viel Geld, ne? Ich müsste jetzt rein theoretisch auch schon mal ein bisschen Geld verdienen. Wäre auch nicht so falsch, ne? So, jetzt muss ich hier mal gucken. Wenn ich hier durchgehe, ich könnte doch hier hinten auch gut und gerne noch ein paar Felder hinmachen. Was spricht denn da dagegen? Ich gucke einfach mal. Wir brauchen ja Unmengen an Flachs und deswegen wäre es jetzt vielleicht gar nicht so falsch, wenn wir hier noch ein bisschen Flachs anpflanzen. 5 mal 4. Machen wir mal so. Kriege ich dann hier dahinter noch ein Feld? Ich weiß es gar nicht. Müssen wir probieren. Das kann ja so ein bisschen versetzt sein. Macht ja nichts, ne? Oder kriegen wir das? Moment. So. 9, 10 mal 5 kriege ich sogar hierher. Das ist nicht schlecht. Ja, dann machen wir das. Dann machen wir heute diese Felder noch. Da kommt natürlich auch noch ein Feldschuppen, ist klar. Den brauchen wir ja.
Den bauen wir dann auch gleich noch. So, das hätten wir. Da kommt hier alles, also nochmal Flachs drauf. Weil das hat man ja gesehen, dass wir davon Unmengen brauchen. Alleine schon für Dekoration, Betten und Beleuchtung. Und naja, ihr wisst schon, ne? Und natürlich auch für die Bekleidung. Da machen wir das. Und ich gucke dann gleich nochmal in Ostoja, ob es dort die Ziegen gibt und ob wir dann auch noch jemanden finden, der die, na komm schon, der die Ziegen dann auch versorgt und betreut, ne? Und wir brauchen auch noch jemanden, der dann hier auch die Felder bearbeitet. Zur Not müssten wir es dann erstmal selbst machen. So, da haben wir es. Das ist jetzt 23 und 22. Dann machen wir das jetzt gleich. Ja, Flachs. Moment, ich muss erst mal gucken. 5 mal 4 ist das. Das ist dann der Flachs. Und das andere war 5 mal 10, hatten wir ja, ne? Da kommt auch noch mal Flachs drauf. So, okay, und jetzt bauen wir noch den Feldschuppen. Wo könnten wir denn den hin verfrachten? Jetzt muss ich mal gucken, kriege ich hier vielleicht noch eine Plantage her? Ja, kriege ich auch noch. So, machen wir hier noch eine Plantage. So. Die Frage ist jetzt nur, habe ich was davon einstecken? Ja, 15 Hopfensetzlinge. Machen wir nochmal Hopfen hier. So. Okay, so. Ja, da würde ich denken, dass wir den Feldschuppen dann halt hier so ein bisschen... Wo stelle ich jetzt den Feldschuppen hin? Das ist eine gute Frage. Nächste Frage, ne? Ich würde sagen, ich setze den erstmal hier oben rein. Ich gucke mal, wie kann ich den jetzt ein bisschen ausrichten hier an diesem Feld vielleicht. So. Und das Stück hier hinter. Ne, ganz so dicht an den Zaun, aber so müsste das passen. Oh, ich hab keinen Tonbewurf. Okay, alles klar. So, ich würde sagen, dass wir uns mal jetzt auf dem Weg nach... Ostoja machen und mal gucken, ob es dort die Ziegen gibt, beziehungsweise ob wir da auch noch jemanden finden, der sie dann halt, wie gesagt, versorgt, ne? Wäre jetzt gar nicht so falsch, wenn wir das mal machen könnten. Ich könnte mir vorstellen, dass es die hier gibt. Ich brauche vielleicht keinen Bogen. Hier überfällt uns jetzt erstmal keiner, denke ich. Ne? So. Zuallererst gucken wir bei den Ankömmlingen, ne? Bei den Neuankömmlingen. Hier steht ein Schneemann rum. Oh, haben wir den schon? Nö, haben wir nicht. So, wer seid ihr denn hier alle? Ja, die ist nicht schlecht, aber passt jetzt gerade nicht in die Landwirtschaft, ne? Die erst recht nicht. Sie schon?
Ja. Okay, dann nehme ich dich jetzt für den Feldschuppen mit. Worin bist du besonders begabt? Ja, es macht mir nichts aus, dass meine Hände schmutzig werden und mir der Schweiß über den Rücken läuft. Die Feldarbeit ist eine vielschichtige und herausfordernde Arbeit, aber am Ende werden wir reich belohnt. Okay, dann gehst du jetzt mit. Und zwar setze ich dich in das Haus Ziegen. Da oben ist der Feldschuppen, dort darfst du dann arbeiten. Hier. Bitte. So, und dann gehst du. Ich würde sagen, dass das dieser Feldschuppen hier ist. Bitte schön, da hast du was zu tun. So, sie ist sehr gut im. Sie ist Diplomatin, sie ist eine Fischerin, aber auch in der Gewinnung gut. Jetzt müssen wir mal fragen, was sie denn lieber mag. Worin bist du besonders begabt? Ich kann gut mit Menschen umgehen und sie scheinen sich sogar von meinen merkwürdigen Ideen überzeugen zu lassen. Das nutze ich zu meinem Vorteil. Okay, sie ist 23. Ich muss mal gucken, ob wir da noch ein Plätzl haben. Wer sitzt denn hier? Das würde passen zum Seaboy. Ja, und jetzt müsste ich bloß gucken, habe ich dann überhaupt noch einen Marktstand frei? Habe ich für Kleidung? Okay, dann gehst du mit. Komm. Dann gehst du jetzt hier rein. Radegunda, genau. Und du kriegst den Marktstand für Bekleidung. So, wir haben hier natürlich noch gar nicht eingestellt. Die Frage ist jetzt Kleidung. Was haben wir denn eigentlich? Das ist gute Frage. Nächste Frage. Was könnten wir sie denn verkaufen lassen? Flatterstrohhut, Strohhut, ich weiß es nicht. Wir machen das mal so. Wir müssten dann gucken, was wir davon schon freigeschaltet haben. Lederhandschuhe können sie machen. Einfache Schuhe eventuell. Die Schuhe. Pelzschuhe. Schicke Schuhe, edle Schuhe. Ja, wir lassen es erstmal so. Und wir müssen mal gucken. Hier muss ich hin. So. Ich weiß gar nicht, ob wir das noch gar nicht freigeschalten haben. Es kann natürlich sein, dass er jetzt noch nicht hat, ne? Aber da müsste ich in der Näherei jetzt gucken, was die Näherei macht. Was machten die hier? Ach, die macht das ja noch gar nicht. Ah, ich glaube, das muss ich erst freischalten, ne? Gucken wir mal in der Technologie. Was haben wir denn hier? Nee, Näherei will ich haben. Strohhut. Was brauchen der Leinengewebe? Und der flache Strohhut auch, ne? Da braucht sogar das. Okay. Dann machen wir mal den Strohhut. Den müssen wir jetzt kaufen. Schuhe hatte ich auch gesagt, ne? Oh Gott, kostet ja wieder. Einfache Schuhe. Die dicken Lederhandschuhe. So, jetzt muss ich gucken. Was hatte ich gesagt? Was ich verkaufen soll? Oh Gott, das wird ja lustig. Kleidung. So. Stroh, dicke Leder, einfache Schuhe, Schuhe und Pelzschuhe. Einfache Schuhe, Schuhe und Pelzschuhe. Also nochmal die Technologie, bitte. Den ja mitnehmen hier. Pelzschuhe auch nochmal. Oha, wir haben bald kein Geld mehr. So, na gut. Und die Näherei muss das jetzt herstellen. Ich hoffe, das kann die.
Schreinerei. So, du. Zuweisung bearbeiten. So, Wollgarn kann, ja, kann sie bei Gelegenheit mitmachen. Wollstoff. Strohhut, das. Schuhe, Pelzschuhe. Einfache Schuhe und Lederhandschuhe. Okay. Und da müssen wir jetzt gucken. Hat die hier was? Leinengewebe. Da hat sie natürlich wieder nichts. Ne? Ist klar. Wollstoff. Brauchen wir auch ein bisschen was. Da haben wir jetzt nicht. Das ist klar. Ne? Aber wir werden sehen. Und die Lederhandschuhe. So. Ist klar, dass sie jetzt erstmal kein Material hat. Okay, alles klar. Und wir gucken mal, ob es hier tatsächlich Ziegen gibt. Die kann ich mir jetzt natürlich nicht leisten. Ich muss erst mal, habe ich was zu verkaufen? Bronze-Ex, doch, ich habe was zu verkaufen. Okay, ist nicht so, dass ich nicht habe. Gucken wir mal, was es hier für Tiere gibt, ne? Also auf jeden Fall sehe ich hier schon mal Schafe. Ja, es gibt auch Ziegen. Was kostet ihr? 481. Naja, gut. Aber wir haben jetzt erstmal noch kein Geld, die zu kaufen. Aber ich weiß, die gibt es jetzt hier. Alles klar. So. Dann mache ich mich mal auf den Weg. Wo könnten wir denn mal noch gucken? Ins Kaugi, ne? Ja, ins Kaugi kann ich auch was verkaufen. Wo ist ein Kaugi? Hier, da mache ich mir jetzt hier einen Marker rein und dann laufen wir einfach mal los. Und da gucken wir mal. Ob wir da jemanden finden, der für die Ziegen zuständig ist, ne? Dass wir uns die dann holen können. So, ich denke, soweit ist es bis Kaugi, ne? Da könnt ihr gerne ruhig mitlaufen, ne? Das machen wir zusammen, würde ich sagen. Und wer weiß, vielleicht erlebt man mal wieder was, ne? Kann man ja nie ausschließen, ne? Haben wir ja alle schon mal gesehen und gemerkt, dass man nie immer was ausschließen kann, ne? Manchmal stolpert man über das ein oder andere oder den einen oder anderen. So, Dreck, ich bin doch schon wieder, das kann nicht wahr sein. Dann waschen wir uns erstmal, bevor wir hier losgehen. Entschuldigung, hab schon mal wieder einen Frosch im Hals, ist ja schlimm. So. Trinken wir auch einen kleinen Schluck. Genau, dafür habe ich das ja hier gebaut gehabt, ne? So. Ist das nicht ein schöner Blick hier runter? Ich finde das toll. Ist wirklich ein wunderschöner Blick von hier oben. Auf unser Unterdorf oder so ähnlich. So könnte man es ja nennen. Ach, das ist ein Screenshot wert, würde ich mal sagen. Ne? Machen wir doch. So. Gut. Und jetzt springen wir hier wieder runter, ohne uns den Hals zu brechen, wenn es geht. Und gehen nach Kaugi. Können wir gleich straight gerade auslaufen, ne? Und dann müssen wir ja so nach und nach auch mal hier unsere Häuser weiter dekorieren und aufhübschen, ne? Haben wir ja auch noch gar nicht weiter gemacht. Jo. Also wir haben ja auch noch eine ganze Menge zu tun. So, man sollte nebenher... Oh, Schweinis. Na komm, die nehmen wir mit. Wir brauchen ja Leder. So, komm her, du auch noch. Daneben.
Okay, Zielwasser getrunken heute früh, oder? So. Nee, es war nur Kaffee, was ich heute früh getrunken habe. Und Wasser. Kein Zielwasser. Also es stand jedenfalls nicht Zielwasser drauf. Ja. Haha. Oh Mann. Ja. Wo ist mein Pfeil? Wieso ist der... Hä? Du musst doch die Pfeile einsacken. So, und hier oben noch das andere Schwein. Das nehmen wir auch noch mit. So. Okay, jetzt aber. Ach, da ist er noch eins. Ja, ja, ich weiß. Brauchst gar nicht mich angrunzen. Das tut nicht Not. Ne? So, und jetzt will ich hier runter. Geht das? Ja. Ich könnte auch hier so querbeet gehen. Mach ich. Einfach mal querbeet, ne? Huch, Dachs, du erschrickst mich. Kannst du doch nicht machen mit mir. Noch ein Schwein. Bist du getroffen? Nö, natürlich nicht. Zack, so. Nicht die feine Art, die Tiere umzubringen, aber ja. Gibt es doch noch ein Schwein? Zwei! Hilfe! Wo ist das andere? Hier, komm. So, haben wir es jetzt? Nee, wir haben es noch nicht. Hey. Aua! Hör auf zu schnippeln! Komm aus dem Knick! So. Oh Gott! Das ist ja wieder mal lustig hier, oder? Nee. So, hier haben wir noch so ein Schwein liegen. So, noch irgendwo? Kein Plan. Habe ich jetzt irgendwo ein Schwein übersehen? Ja, hier unten liegt das, oder ist das bloß ein Pfeil? Nee, ist mein Pfeil, okay. Ich habe keinen Plan, ob ich jetzt ein Schwein übersehen habe, aber macht nichts. Wir gehen jetzt erstmal nach Skauki. Wir trinken gleich mal noch einen Schluck, um einmal durchs Wasser latschen hier. Hier hinten ist ja so ein Lost Place. Haben wir denn das schon angeguckt? Aber ich würde sagen, ja, ne? Ah! Kann das sein, dass dort ein Feuer schon brennt, ja? Ne, da weiß ich doch, was wir da haben. Ja, ich höre es schon. Zack. Noch einer? Ja. Warte mal. Du nicht. Du nicht, Freund Blase. Bin ich ein bisschen angeschlagen hier. So. Oha, aber ganz schön, würde ich mal sagen. Ne? Ich müsste mich jetzt erstmal wieder aufheilen. So, 5 Äpfel nehmen wir mit. Genau, so. Kann ja wohl nicht angehen, ja. So, habe ich was einstecken? Ja, ich habe genug Breitwegerisch. Okay, dann essen wir den jetzt hier.
Dann erstmal kleiner zwei Äpfel. Äpfel sind gesund. Das heißt ja immer so schön, ein Apfel pro Tag erspart dir einen Arzt oder so ähnlich. Also one apple per day keeps the doctor away oder so ähnlich, ne? Ja, genau. So, da kann ich ja jetzt hier in Ruhe gucken, was sie hier so haben, ne? Hier ist mal eine Steinspitzhacke. 42 Münzen. Ja gut, wir haben gerade viel Geld ausgegeben. Da passt das ja, ne? Hier ist nichts. Hier ist aber was. Hafkorn und Stroh. Hier was drin? Nö. Aber wir gucken mal hier nach oben. Manchmal ist es ja dumm. Ah! Ich wollte doch nicht runterfallen. Ich wollte da oben rein. Na gut, dreimal Kirschen und ein Met kann man verkaufen. Hier ist nichts. Ich wollte jetzt nochmal nach oben gucken. Jetzt bin ich da wieder runtergeflogen. Ach Gott, nee. Wie stelle ich mich auch wieder an? So. Mädel, hier rein. Ich würde sagen, das haben wir alles schon gesehen, ne? Die Truhe ist leer. Ja. Ach ja, nee, hier liegt noch Geld. Oh, 150 Münzen. Habe ich die letztens übersehen oder was? Wie blind kann man denn sein? Naja, das bin eben ich, ne? So, wir springen gleich hier hinten runter. Und dann auf geht's jetzt endlich mal nach Skauki. Meine Güte noch einmal. Aber die Typen könnten auch hier hinten sitzen, ne? Das, da gibt es auch so einen Platz, wo sie sich gerne aufhalten. Aber das sehe ich gerade eben. Oh ja, doch, oder? Tatsächlich! Ah! Flinke Füße! Sagte mal, das ist aber hässlich. Ey, das gibt's doch nicht. Das gibt's ja kein Kino. So, du nie. Du auch nie. So, meine Güte, ich habe mich doch gerade erst geheilt. Kann nicht wahr sein, was hier los ist. Nee, alles musst du schon mitnehmen. Ach, das glaub ich ja nicht. So, hatten wir hier noch? Den hatte ich, ne? Ja. Hatten wir nicht noch einen? Da oben liegt der. Anne angehen. Ich komme hier nicht nach Skauki, ne? Weil ich mich hier mit diesen Typen hier rumschlagen muss. Ist denn das die Möglichkeit? Das kann ja nicht wahr sein. Das kann nicht Sparschwein. So. Muss ich fotografieren? Man muss doch meinen Massaker auch wiedersehen, ne? Dass ich hier angerichtet habe. Naja, gut, aber ich habe ja auch schon wieder gelitten, ne? So. Okay, dann gucken wir einfach mal, was die Typen hier so haben. Ein Haferbier und 4 Hopfensetzlinge. Okay. Eisensperre. Kann man ja wieder verkaufen. Bringt ordentlich Geld. Ich wollte mich nicht hersetzen. Quatsch. Gott. Ausgeruht wird sich später. Nie jetzt. Meine Güte. So, hier haben wir alles angeguckt. Ist das fast auch leer hier hinten? Hatte ich da? Nee, habe ich nie reingeguckt. Bärenwein und Salzfleisch. So. So, okay, das haben wir. Und hier Kirschen und Münzen. Also Münzen brauchen wir. Haben wir doch schon wieder ordentlich Geld gemacht, ne? Ich hätte jetzt nie gedacht, dass ich die noch einmal zu Gesicht kriege. Aber so ist es. So, ich muss noch mal ein bisschen heilen.
Oder ich würde sagen, wie spät haben wir es? 18.44 Uhr. Naja, gut, da können wir nicht schlafen. Ich mache mir dann erstmal Lagerfeuer und dann gehen wir bei Tag nach Skauki, ne? Ich würde sagen, wir können ja hier so uns hier mal ein Lagerfeuer aufschlagen. So, kann ich jetzt schon schlafen? Ne, 4 Minuten. Na gut, aber ist ja gleich. So. Schlafen unter freiem Himmel. Kann man ja mal machen. So. Und da gehen wir nach Skauki. Ich glaube, den Marker brauche ich nicht mehr, denn wir finden uns jetzt so hin. Diese Typen. Naja, aber ich hatte ich das gesagt? Wir wollten was erleben. Wir haben was erlebt, dachte ich, ne? So, steckt mal den Bogen weg. Wir gehen jetzt hier gleich mal runter und gucken mal, wer da hier unten sitzt. Jetzt brauchen wir einen Mann, würde ich mal sagen, für die Landwirtschaft. Wäre schön, wenn wir einen finden könnten. Also ein Tierzüchter sozusagen brauchen wir. Hier sitzen ja Männer. Taugt ihr was? Naja, eigentlich schon, aber nicht für das, wo ich euch brauche, ne? Was bist denn du hier? Okay, Landwirt. Das ist schlecht. In der Gewinnung und in der Produktion. Wir gucken mal, ob wir in der Gewinnung jemanden brauchen könnten. Hier haben wir ja noch genug Platz, ne? Müslibur, ne, das nützt mir nichts. Der Brava ist 31, das ist, da ist er zu jung. Stanislav, wer ist denn das? Bezimis ist Uremann. Nein, haben wir nur Männer. Hachimira ist 28, ja, schön. Aber hier haben wir noch Platz. Wartet mal. Welcher war das jetzt? Ja, hier. Worin bist du besonders begabt? Alle halten mich für ruhig und sanft. Dabei ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Ich kann ziemlich gut mit der Axt und der Spitzhacke umgehen. Das überrascht viele. Okay, du gehst mit. Dann nehme ich dich jetzt ins Bergdorf. Erbert. Und ich setze dich. Das ist gut gesagt. Das habe ich schon mitgenommen. Habe ich überhaupt noch einen Platz? Gewinnung? Die Frage ist jetzt, wo ist es? Ich würde jetzt denken. Ja, dann gehst du daher. Ich muss dann mal ins Bergarbeiterdorf gehen und gucken. Die Zuweisung muss ich verwalten, ne? Grabungsschuppen. Zuweisung bearbeiten. So, Kupfererz. Stein brauchen wir viel. Ton. Kalkstein auf jeden Fall. Ja, und ein bisschen Stroh kann er auch machen. So. Okay, hier muss ich klicken. So, hier brauchst du nicht allzu viel machen. Steine. Machen wir so. Ton. Auf jeden Fall eine Menge Kalkstein. Da können wir hier auch noch ein bisschen hochgehen, auf 20 vielleicht, und den Rest machst du Stroh. So. Und da
das machen wir hier. Oh, das ist wieder ein bisschen langweilig, ne? Weil wir jetzt hier das Ganze erstmal einstellen müssen. Aber, ja. 10, 25, 25, 30. Okay, Intensität bestätigen. Ach Gott. Ja, aber der muss ja was zu tun kriegen, ne? Es geht ja nun mal nicht anders. Aber es ist gleich geschafft. Wir müssen noch für den Winter einstellen und dann passt das. So. Damit er was zu tun kriegt, der junge Mann. Und wir brauchen ja, wie gesagt, das alles, um unsere Häuser aufzubessern bzw. zu isolieren. So, jetzt haben wir es geschafft. Der ist versorgt. Ja, und du bist ja nur auch kein Landwirt. Schade. Sie ist in der Gewinnung 29 und du bist ja, Fischer. Nee, den brauchen wir nicht. Okay, ich gehe jetzt erstmal was verkaufen. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Rückweg. Und dann soll es das erstmal gewesen sein, würde ich sagen, ne? So ungefähr müsste das schon passen. Von der Zeit her, dass es nicht zu lang und auch nicht zu kurz ist. Ja, zeig mir mal deine Waren. Ja, du kannst den Bärenwein kriegen, die Bierflasche kannst du kriegen, den ollen Bogen kann ich dir andrehen. Ja, hast du noch ein paar Bronze-Echse. So, und da ist er schon wieder. Ah, Bronzemesser hast du, kannst du bloß noch eins nehmen. Okay. Jo. Die Bojena, hier, du kannst mir bestimmt auch noch was abkaufen, ne? Gehe ich doch mal von aus. Was habe ich denn jetzt hier noch? Habe ich irgendwas? Ja, Haferbier. Den Maid. Das andere behalte ich. Was hast du noch? Bronzemesser habe ich hier so viele. Die kann, da kannst du vier kriegen. Okay. So. Ja, du auch. Und ich bin ein bisschen reicher geworden. Okay. Ja, wir können ja ganz schnell noch. Vielleicht, wo könnten wir denn hinfahren? Ich würde sagen, wir nehmen das Fuhrwerk und wir fahren mal nach Klonica schnell. Komm, ich brauche mal eine Fahrt nach Klonica, danke. Und da gucken wir dort einfach noch einmal. Ganz schnell und unkompliziert. Ob wir da noch jemanden finden. Haben wir hier irgendwo einen, der mir was abkaufen kann? Chebro sitzt hier rum. Ja, zeig mir mal deine Ware. Kannst du mir was abkaufen? Und zwar habe ich hier wunderschöne Bronzemesser. Vier Stück kann er mir abkaufen. Von den Sechsen noch 21. Das passt. Sehr schön. Ich danke dir. Ja, sicherlich. So, und jetzt gucken wir nach, wer hier hinten noch sitzt. Ob wir jemanden finden. Und dann mache ich hier an dieser Stelle Schluss. Ich laufe dann alleine zurück. Oder ich gehe noch nach Piastovia gucken. So. Hier sitzen natürlich wieder bloß Damen rum. Ja, sicherlich, aber ich kann euch wahrscheinlich nicht helfen. Weil ihr nicht das seid, was ich brauche. Tut mir leid. So, ihr Lieben. An dieser Stelle soll es das erstmal gewesen sein. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und für euer Interesse und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Bis dann, lasst euch gut gehen, habt alle einen schönen Tag, einen schönen Abend oder ein schönes Wochenende, beziehungsweise falls ihr noch Urlaub habt, einen schönen Urlaub, kommt gesund und erholt zurück und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss! Goodbye.